Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Und falls du meinen Kanal heute zum ersten Mal besuchen solltest, herzlich willkommen. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen wird. Es wurde von so vielen angefragt, über Instagram, über die Kommentare bei YouTube. Und zwar geht es heute um das Thema, was habe ich damals im Jahre 2012 in den ersten 6 bis 8 Wochen gegessen, um 14 Kilo abzunehmen. Ich zeige euch heute meinen kompletten Essensplan, was ich morgens gegessen habe, mittags, abends. Was ich noch kurz sagen möchte am Anfang ist, falls du irgendwie eine Krankheit haben solltest oder irgendetwas nicht verträgst, dann beachte das bitte. Bleib auf jeden Fall auch bis zum Ende dran, weil dann gebe ich dir nochmal einen mega wichtigen Tipp, wenn es um das Thema Abnehmen geht. Der wird dir auf jeden Fall sehr, sehr helfen. Und dann würde ich jetzt mal sagen, beginnen wir mit dem Frühstück. Für mich ist das Frühstück übrigens immer sehr, sehr wichtig, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich nicht morgens genügend und gut gefrühstückt habe, dann esse ich immer über den Tag verteilt mehr. Meistens ist das dann so, okay, ich gehe schon aus dem Haus, nach einer Stunde bekomme ich Hunger, dann ist der nächste Bäcker in der Nähe und naja, dann bin ich da drin und esse dann auch meistens irgendwie einen Schoko-Croissant oder so. Deswegen kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, wenn es für dich möglich ist, frühstücke morgens wirklich gut, dass du satt wirst, ja, dass du alle notwendigen Nährstoffe bekommst. Das ist einfach so, so wichtig für einen guten Start in den Tag und das erleichtert dir einfach, den restlichen Tag deine Ernährung einzuhalten. Ich zeige dir jetzt als allererstes mal, was ich so für Zutaten zu Hause habe. Ich achte immer darauf, dass ich wirklich eine Vielfalt habe, sodass ich jeden Tag irgendwie das Gefühl habe, was anderes zu essen. Also, was ich auf jeden Fall natürlich immer da habe, ist Magerquark. Dann unterschiedliche Beerensorten, Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren und Erdbeeren in der Regel. Das Ganze auch noch gefroren. Worauf du hier achten solltest, ist, wenn du einkaufen gehst und dir hinten die Zutatenliste anguckst, dass da wirklich nur auch draufsteht, irgendwie 100% Himbeeren, 100% Brombeeren und nicht noch irgendwie Zucker und dieses ganze Zeug. Genau, da auf jeden Fall drauf schauen. Dann habe ich immer ein bisschen Wasser und Hafermilch. Das brauchst du, wie gesagt, nicht alles immer jeden Tag reinzupacken, beziehungsweise solltest du auch nicht, weil sonst ist es auch einfach ein bisschen viel. Was ich auch noch zu Hause habe, ist Ceylon-Zimt. Das ist von der Qualität her ein bisschen besser als das normale Zimt, was man so im Supermarkt bekommt. Dann Kakaopulver, 100% Bio und nicht irgendwie noch Zucker dazu. Dann gibt es bei mir immer Maulbeeren zu Hause, Goji-Beeren, Leinsamen, Chiasamen, Datteln, die sind auch sehr, sehr gesund, Nüsse. Da solltest du immer darauf achten, nicht mehr als eine Handvoll am Tag. Also ich nehme entweder immer Mandeln oder Walnüsse. Dann habe ich so oben zum Dekorieren immer Kokosraspeln in verschiedenen optischen Erscheinungsbildern, damit es auch nicht langweilig wird. Dann habe ich hier so Koko-Dips. Die sind ein bisschen wetter, aber auch so crunchy-mäßig ganz gut. Was ich absolut liebe, mein absoluter Favorite, Kokosmus. Also ich glaube, da hinten steht noch ein leeres Glas. Das ist einfach so lecker und das ist 100% Fruchtfleisch. Da sind keine Zusätze drin. Da solltest du auch, wie gesagt, immer drauf achten, wenn du was einkaufst. Und dieses Zeug ist einfach unfassbar. Es schmeckt so lecker. Ich liebe es. Und alle in meinem Umfeld sind mittlerweile kokosmus-süchtig. Was man auch noch immer so ein bisschen als Deko draufpacken kann, was auch sehr, sehr gesund ist, sind Blütenpollen. Genau, also das sind so die Grundzutaten, die ich zu Hause habe und dann variiere ich immer ein bisschen. Ne? An dem einen Tag mal Goji-Beeren, an dem anderen Tag mal Maulbeeren, dann mal Mandeln, dann mal Walnüsse. Wie gesagt, hier immer darauf achten, dass es nicht zu viel ist. Bei Datteln würde ich nie mehr als 2 bis 3 am Morgen pro Tag essen, weil die haben schon ordentlich viele Kalorien. Genau, dann würde ich mal sagen, let's go. Also wir starten mit dem Magerquark. Der ist ja alleine nicht ganz so lecker. Also das sind ja, das ist eine 500 Gramm Packung und da würde ich so nach dem Gefühl, sagen wir mal so zwischen 300 und 400 Gramm nehmen. Weil du sollst ja auch gut satt werden. Ne? Dann stelle ich den mal zur Seite. Dann nehme ich ein bisschen von der Hafermilch und einen Schuss Wasser dazu, damit das so richtig schön cremig wird. Weil sonst, also ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ja auch so, ich kriege das sonst echt schwer runter. Ne? Also so Magerquark, wenn das nicht irgendwie verdünnt ist. Also man rührt das dann auch so lange, bis es richtig schön cremig geworden ist. So, ich glaube, das ist jetzt der Fall. Dann brauchen wir ein kleines Löffelchen. Dann machen wir da ein bisschen Zimt rein. Zimt ist so gut für uns. Also das ist wirklich,
Ich mache auch noch mal ein Video, wo ich einfach erkläre, welches Lebensmittel welche Wirkung hat. Das würde nämlich, ich glaube, jetzt ein bisschen zu lange dauern. Dann mache ich da ein bisschen Kakaopulver mit rein und dann verrühre ich das Ganze wieder. So, einmal verrührt. Dann können wir eigentlich noch ein bisschen von dem Vanillepulver mit reinmachen. Das habe ich mir letztens geholt. Das ist auch sehr lecker, allerdings auch ein bisschen teuer. Deswegen, also wie gesagt, du brauchst nicht alle Zutaten, ne? Du kannst dir ein paar immer davon aussuchen. Und als nächstes waschen wir jetzt mal die Beeren. Dann nehmen wir uns ein paar Erdbeeren, ein paar Himbeeren. Also ich muss ja sagen, also Beeren mag ich so gerne. Ja, wobei eine Erdbeere ist, glaube ich, ein bisschen zu viel gewesen. Dann machen wir noch ein paar Brombeeren dazu. Und heute sind wir mal nicht so, ne? So 4, 5 Blaubeeren. So, dann werden die jetzt einmal abgewaschen, schön gründlich. Also ich versuche ja immer, wenn es geht, Bioprodukte zu kaufen. Aber die sind manchmal auch schon echt teuer. Und wenn ich dann normale Obstsorten kaufe, dann versuche ich wirklich, die richtig gut abzuwaschen, damit diese ganzen Giftstoffe weg sind, ne? Die wollen wir ja nicht im Körper haben. So, die Beeren sind jetzt gewaschen. Und jetzt würde ich sagen, wir pürieren heute auch mal was. Und zwar habe ich hier so ein Püriergerät, das ist, glaube ich, mittlerweile 6 Jahre alt. Das tut aber immer noch seinen Dienst. Gibt es auch hier in so ein bisschen kleiner. Ich nehme immer ganz gerne das große, dann kann ich auch mal ein bisschen mehr pürieren. Und dann nehmen wir doch einfach mal die Beerenmischung. So, und dann machen wir einfach mal ein bisschen was da rein. Also wenn man mal überlegt, wie viel Antioxidantien man dann schon aufnimmt am Morgen, das ist einfach so gut für uns. Das ist sehr gut für unsere Haut und für unsere Gesundheit und für unsere Haare. Perfekt. Da würde ich jetzt ein bisschen, weil die noch sehr gefroren sind, auf jeden Fall noch ein bisschen Wasser mit dazu machen. Ganz wenig. Da könnte man jetzt zum Beispiel auch mal 2 Datteln mit reinpacken oder schon die Nüsse mit dazu. Also ne, man ist, das Schöne ist, man ist bei dieser Ernährung komplett frei. Du bist nicht irgendwie gebunden an irgendeinen festen Ernährungsplan, sondern du kannst selber so ein bisschen variieren. Und mir gibt das immer so ein Freiheitsgefühl und ich kann irgendwie selber gucken, wie viel brauche ich, um satt zu werden. Ui, da muss ich, glaube ich, nochmal ganz kurz nochmal ein bisschen Wasser mit dazu machen. Also es ist immer besser, wenn man die vorher so ein bisschen auftauen lässt. Du kannst natürlich auch noch ein bisschen Hafermilch mit dazu geben. Das mache ich jetzt mal. Und dann... Das Beerenpüree ist jetzt fertig. Und so, dann packen wir das einfach mal hier mit dazu. Ich habe jetzt übrigens nicht alles verwendet, weil das einfach ein bisschen viel war. Den Rest kann man ja dann morgen noch benutzen, ne? Als nächstes schneide ich die Beeren. Ich bin ja immer der Meinung, das Auge isst mit, ne? Wenn etwas schön aussieht und mit Liebe zubereitet ist, dann schmeckt es auch direkt viel, 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 viel besser. Dann hat man schon mal die Basis mit Magerquark und Früchten fertig. Dann würde ich jetzt dazu einfach noch ein paar Chiasamen nehmen. Bei Chiasamen und bei Leinsamen nehme ich so in der Regel einen Esslöffel und auch nicht beides am gleichen Tag, sondern immer abwechselnd. Dann macht man die hier so drüber. Als nächsten Schritt würde ich die Nüsse nehmen. Ich nehme ja immer so eine Handvoll, ne? Worauf du auch wirklich achten solltest, wenn du abnehmen willst. Nüsse sind natürlich mega, mega gesund, aber die haben auch echt viele Kalorien. Das heißt, ich würde am Tag nicht mehr als eine Handvoll essen. Die habe ich jetzt hier so voll, auch wenn sie sehr, sehr gesund sind. Und vorzugsweise morgens. Dann nehmen wir mal als nächstes die Kokosraspeln. Und ich habe mir die extra in 3 verschiedenen Formen geholt. Also hier unten sind die ganz fein geriebenen, dann etwas grober geriebene. Und hier sind noch welche. Die haben hier oben noch ein bisschen was von der braunen Schale dabei. Auch wenn es alles Kokosraspeln sind, finde ich das immer ganz schön, wenn die Optik ein bisschen anders ist. Ja, und dann nehmen wir doch mal so ein paar davon in die Hand und dekorieren die auch noch oben drauf. So, dann nehmen wir noch ein paar von den ganz fein geriebenen, weil die sehen auch immer echt schön aus, wenn man die da so drüber macht. Aber wir wollen da nicht übertreiben, deswegen nehmen wir nur ein
paar ganz wenige. Dann würde ich heute mal eine Dattel noch dazu packen. Bei Datteln muss ich auch echt sagen, ich liebe Datteln über alles. Ich habe die früher immer im Supermarkt eingekauft. Das sind diese Mejul-Datteln. Die anderen mag ich nicht so gerne, weil die immer so vertrocknet sind. So, und dann habe ich immer recht viel Geld da ausgegeben. Und jetzt habe ich letztens einen 5-Kilo-Karton bestellt. Die sind einfach mega lecker. Ich zeige dir mal kurz. Und das ist der. Der ist mittlerweile schon ein bisschen leer geworden. Aber das hält sich mega, mega lange. Also, falls du gerne Datteln magst oder vielleicht eine große Familie hast, lohnt sich das auf jeden Fall. Ich glaube, die kann man sogar auch in 1 Kilo kaufen. Glaube ich zumindest. Ich packe dir auch einfach mal alles in die Infobox, was ich hier so an Zutaten habe. Weil ich glaube, es ist einfach gut, wenn man davon sehr viele Sachen zu Hause hat, damit man halt so ein bisschen variieren kann. Genau. So, 2 Datteln habe ich dazu gemacht. Eigentlich soll es nur 1 werden. Jetzt sind es 2 geworden. Dann, was auf jeden Fall immer dazu muss, ist Kokosmus. Ich liebe dieses Kokosmus. Ach Gott, ich wiederhole mich, ne? Aber es ist einfach so. Jetzt nehme ich einfach das Messer und stampfe mir da mal was raus. Ach Gott, das ist einfach. Das ist einfach so lecker. Ach, ein paar Goji-Bären machen wir auch noch dazu. Und dann haben wir aber wirklich heute auch eine sehr große Portion. Und tada! Fertig ist das Kunstwerk. Also davon wird man auf jeden Fall morgens sehr, 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 sehr satt. Und es hat super viele Nährstoffe. Du hast Antioxidantien mit drin. Ja, also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen und es schmeckt auch lecker. Also Magerquark auf die leckere Variante. Starten wir mit dem Mittagessen. Ich habe schon mal alles ein bisschen vorbereitet. Ich bin nämlich im Schneiden alles andere als talentiert. Deswegen habe ich mir so einen kleinen Helfer geholt. Ja, es gibt vorher noch, bevor wir anfangen zu kochen, noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich erwähnen möchte. Zum einen, ich würde grundsätzlich, also so habe ich es gemacht. Wie gesagt, ich spreche ja immer nur aus meinen Erfahrungen. Ich würde auf Snacks verzichten. Sprich, morgens, mittags, abends essen. Weil Snacks, also so geht's mir, dann snacke ich da mal irgendwie 2 Schokobons, dann kommt mir irgendwie da ein Bonbon entgegen und am Ende des Tages habe ich einfach so 600 Kalorien nur durch Snacks. Und das ist wirklich so eine Sache, wenn man abnehmen will und vor allen Dingen auch den Überblick behalten will. Das hat mir damals unwahrscheinlich geholfen, wirklich zu sagen, ich esse 3-mal am Tag richtig, richtig gut, dass ich gut satt werde und nichts zwischendurch. Das wollte ich ja mal sagen. Was auch noch wichtig ist, also was ich als wichtig empfinde, wenn du dir deine Speisen zusammenstellst, orientiere dich an dem Protein-Lebensmittel. Also sprich, wenn du jetzt sagst, du willst Hähnchen oder Pute essen, dann würde ich wirklich gucken, okay, was kann ich dazu als Beilage essen? Welches Gemüse? Oder wenn du einen Lachs hast. Also wirklich erstmal im Kopf zuerst, okay, was ist meine Proteinquelle? Und dann auf Gemüse und halt auf die ganzen Beilagen eingehen. Ich zeige dir heute mal ein Beispielrezept. Du kannst mit den Gemüsesorten wirklich variieren. Du kannst jeden Tag anderes Gemüse nehmen. Also da musst du dich wirklich nicht dran halten. Nimm das, was dir schmeckt. Ich habe auch Paprika hier drin. Es kann sein, dass du sagst, boah, nee, Paprika mag ich nicht. Deswegen wirklich, da bist du komplett frei. Schau mal, dass das ein bisschen so ein, wie sagt man so schön, esse, wie der Regenbogen Farben hat. Also wirklich, dass es farbenfroh ist. Ich schmeiß gleich alles gleichzeitig in die Pfanne, das wirst du sehen. Allerdings musst du da gucken, jedes Gemüse hat einen anderen, ich glaube, man nennt es Garungspunkt. Wenn du jetzt zum Beispiel Bohnen hast, da ist es extrem wichtig, dass die durch sind. Deswegen zuerst die Bohnen in die Pfanne warten, bis sie so ein bisschen, ja, fast durch sind und dann erst das andere Gemüse mit dazu packen. Also da immer so ein bisschen drauf achten, weil sonst ist das eine verkocht und das andere schmeckt dann irgendwie nicht mehr. Das wollen wir ja nicht, ne? Der letzte Punkt, den ich noch kurz vorm Kochen erwähnen will, weil ich letztens selber wieder drauf reingefallen bin. Also ich bin ja der Meinung, Gewürze sind unsere Freunde, ne? Also wir können wirklich jedes Essen super gut würzen, dann schmeckt das richtig, richtig gut. Aber eins kann ich dir sagen, schau immer hinten drauf, was draufsteht. Ich habe das letztens hier gelesen und dachte so, Magic Dust Gewürzmühle. Hört sich sehr, 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 sehr gut an. Hab's gekauft, zu Hause habe ich drauf geguckt und da ist da tatsächlich Zucker drin. Also auch bei Gewürzen, die packen einfach überall Zucker rein. Also immer schön gucken, was da drin ist.
kommen wir jetzt mal zum Kochprozess. Und ich schneide mir immer die Zwiebelchen vor und die Knoblauchzehen. Und dann packe ich die hier in meine Püree-Häcksler-Maschine. So, und dann mache ich das nämlich so. Ups. Warte, das ist immer... Das ist nicht richtig... Guck mal, das ist jetzt doof. Lange probieren, wenn es nicht in der Steckdose ist. Ne? So. Und es ist alles klein gehäckselt. Und ich musste auch nicht weinen, das wollen wir ja auch nicht so oft. Ne? Genau, also das packe ich jetzt als allererstes in die Pfanne mit Öl. Was ganz, 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 ganz wichtig ist, ist, wenn du kochst, nimm am besten immer Avocadoöl oder Kokosöl. Olivenöl hat einen sehr niedrigen Rauchpunkt und in der Pfanne wird es ja manchmal sehr, 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 sehr heiß. Und dann ist es einfach so, dann entwickeln sich Giftstoffe, Transfette, und die können für unseren Körper echt mega, mega schädlich sein. Olivenöl ist total super. Ich packe das auch immer in Salat und so. Aber wenn ich koche eigentlich am liebsten immer mit Avocadoöl oder Kokosöl. Ich möchte dir noch gerne meinen Kräutergarten vorstellen. Also ich habe wirklich die verschiedensten Kräuter hier, weil die einfach auch so gesund für uns sind. Und ich würde wirklich versuchen, das in meine alltägliche Nahrung an deiner Stelle einzubauen. Also, wenn du ein bisschen Platz hast, geh dir ein paar Kräuterchen holen. Was auch nicht fehlen darf, ist ein leckerer Dip. Ich nehme dazu dann immer Magerquark. Ich wasche das jetzt mal nicht durch, weil das eigentlich ganz lecker ist, wenn da die restlichen Zwiebeln noch dabei sind. Dann kommt Magerquark auf jeden Fall mit rein. Das sind jetzt so schätzungsweise 200 Gramm, würde ich mal so tippen. Als nächstes packe ich ein bisschen griechischen Joghurt da rein. Das sind diese ganz normalen, ich glaube, das sind 125 Gramm oder so. Die würde ich da auch komplett mit reinpacken. Das musst du jetzt nicht alles bei einem Essen aufessen. Also das kannst du dir auch ruhig ein bisschen einteilen für morgen oder für heute Abend. So. Das kann man auch zur Seite stellen. Und dann habe ich ja meinen kleinen Kräutergarten. Ne? Da schneide ich jetzt einfach mal wie wild ein bisschen rum. Pack das damit dazu, weil das wird ja gleich sowieso zerhäckselt. So. Und dann kommt da noch ein bisschen Pfeffer mit dazu. Salz mit Bio-Alge habe ich mir letztens geholt. Okay, Shia, du musst auch mal den Deckel vorher abmachen. Dann mache ich noch ein bisschen Knoblauchpulver dazu. Ich bin halt ein absoluter Knoblauch-Fan. Das ist auch immer echt gesund für uns, ne? Dann packe ich noch ein paar italienische Kräuter mit dazu. Und Kräuter aus der Provence. Und dann wird das Ganze verrührt oder püriert oder wie man es auch immer nennt. Was ich dir immer empfehlen kann, ist einmal abschmecken. Da fehlt jetzt zum Beispiel noch Salz. Das würde ich dann auf jeden Fall noch dazu packen. Also da kannst du wirklich nach deinem ganz persönlichen Belieben gehen, was du am liebsten magst. Also, das ist jetzt lecker. Jetzt sind wir auch beim Abendessen angekommen und eigentlich hatte ich Champignons und Babyspinat geholt. Es ist allerdings noch so viel übrig geblieben von heute Mittag und ich schmeiße Essen einfach nicht gerne weg. Deswegen wird das heute verarbeitet. Da kommen gleich zwei Eier dazu. Dann würze ich das ein bisschen anders. Wahrscheinlich packe ich ein bisschen Curry und sowas noch dazu. Und dann kommen da Garnelchen mit dabei.
mit dazu. Genau, wenn du trotzdem irgendwie mal andere Gemüsesorten verarbeiten willst, ist das wirklich wichtig, dass du die immer anders würzt. Dass du wirklich jeden Tag so sagst, oh, das schmeckt aber anders und nicht das Gefühl hast, dass du jeden Tag irgendwie das Gleiche isst. Dann hat man nämlich nach ein paar Tagen da keine Lust mehr drauf. Was ich noch ganz kurz sagen möchte ist, also ich habe jetzt wie gesagt Garnelen gewählt, man kann natürlich auch eine andere Proteinquelle wählen. Wichtig ist, dass du immer irgendwie eine Proteinquelle dabei hast. Wenn du jetzt sagst, du möchtest Hähnchen oder Pute essen, dann würde ich wirklich, also ich möchte dir das nur ans Herz legen. Wenn du sagst, ich habe da keinen Bock drauf, ist das auch gar kein Problem. Aber ich achte da wirklich seit ein paar Jahren drauf, dass ich darauf achte, gutes Fleisch zu holen. Ich esse viel, viel weniger als früher, dafür qualitativ gutes Fleisch, dass es den Tieren auch gut ging. Weil wenn ich so im Supermarkt sehe, hier Haltungsklasse, ich glaube 1, 2, 3 gibt es auch noch, wie die einfach leben, das ist einfach so schlimm. Und deswegen, wenn ich Fleisch kaufe, ich gehe immer zum Metzger oder wenn es irgendwie gar nicht anders geht, gehe ich Haltungsklasse 4 holen, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Das möchte ich dir einfach nur mit auf den Weg geben, da vielleicht so ein bisschen bedachter zu werden. Aber wie gesagt, wenn du sagst, juckt mich nicht, ist das auch vollkommen in Ordnung. Jeder so, wie er happy ist, ne? Dann packe ich jetzt mal hier die Garnelen rein. Ich habe so eine gute Handvoll genommen. Dann kommt da ein bisschen, Curry dazu. Das war ein bisschen viel Curry, aber es ist gar nicht so schlimm. Wir gucken mal einfach gleich, wie sich das entwickelt. So, dann haben wir das Gemüse von heute Mittag. Da kannst du natürlich alles Mögliche reinmachen. Dann kommen da 2 Eier rein. Und auf jeden Fall auch wieder Gewürze. Ne? Also ich habe mich, wie gesagt, heute für Curry entschieden. Wenn du sagst, nee, Curry mag ich nicht, kannst du auch irgendwie Paprikapulver nehmen oder so ein Magic Spice. Also wozu du auch immer Lust hast. So. Das lasse ich jetzt hier ein bisschen anbraten. Ich habe gemerkt, ich habe den besten Erfolg, wenn ich so 4 bis 5 Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr esse. Weil dann gehe ich einfach ins Bett. Mein Körper kann sich um die Fettverbrennung kümmern, ist nicht mit der Verdauung beschäftigt. Und das hat bei mir immer wirklich, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man wirklich so eine Stunde, bevor man ins Bett geht, sich irgendwie noch das Abendessen reinhaut, dann ist der ganze Körper damit beschäftigt, irgendwie das Essen zu verdauen. Deswegen kann ich die nur ans Herz legen, ist innerhalb von 4 bis 5 Stunden, immer in diesen Abschnitten. Und so 4 bis 5 Stunden, bevor du ins Bett gehst, am besten nichts mehr. Natürlich auch nicht so, dass du hungrig ins Bett gehst, aber halt, dass dein Magen halt größtenteils leer ist und du sagst, jetzt kann ich schlafen. Ich packe ja immer sehr viele Gewürze da rein, wie du gerade gesehen hast. Und ich glaube, ich habe das einfach von meinem Papa, der kommt aus Indien und der würzt auch immer wie wild rum. Genau, aber es schmeckt dann auch mal sehr, 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 sehr lecker. Was ich noch kurz zu Ölen sagen wollte, ist gerade Avocadoöl, Kokosnussöl. Unser Körper braucht gesunde Öle und da dürfen wir auch nicht so viel Angst vor Fett haben, sondern das ist gut für uns, für unsere Gesundheit, für unsere Haut, für unsere Haare. Deswegen hab bitte, bitte, bitte keine Angst vor gesunden Ölen. Und dazu gibt es noch einen Hüttenkäsesalat. Da habe ich Hüttenkäse genommen. Ein paar Gurken kommen mit dazu. Also da kannst du auch wirklich immer so ein bisschen nach deinem Gefühl gehen. Dann habe ich Basilikum, ein bisschen Avocado. Da würde ich wirklich ganz, 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 ganz wenig dafür nehmen. Also gerade auch abends. Weil die sind halt schon sehr fettig, auch sehr gesund. Aber wenn du Avocado isst, würde ich die eher mal morgens irgendwie einbauen oder mittags, abends nicht so ideal. Aber wir haben ja jetzt nur ein bisschen genommen. Dann kommt da wieder ein bisschen Salz dazu. Ein bisschen Chili-Pulver. Und dann wird er wieder abgeschmeckt. Passt. Genügend Salz. Genügend Chili-Pulver. Das waren meine Inspirationen, was du so den Tag über essen könntest. Ich hatte ja noch einen Tipp versprochen, der wirklich beim Abnehmen hilft. Und dieser Tipp hat bei mir einfach unwahrscheinlich viel verändert. Viele zählen ja immer sehr penibel Kalorien. Also ich will auch niemanden verurteilen, wem das hilft, um sich wirklich dahin zu entwickeln. Jeder so, wie er wirklich seinen Weg findet. Es gibt ja viele Wege, ne? Keiner sagt, dass es einen Weg gibt, der richtig ist. Für mich gab es diesen Weg, der mir sehr, 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 sehr geholfen hat. Ich habe nie Kalorien wirklich gezählt. Und
Ich denke mir auch so, wenn man das ganze Leben damit verbringt, darüber nachzudenken, okay, jetzt habe ich 400 Kalorien gegessen, jetzt habe ich 500. Mich macht das verrückt. Also, wie gesagt, persönliche Erfahrung, persönliche Empfindung. Ich finde es für mich einfach viel, viel schöner, wenn ich sage, okay, ich esse sehr, sehr natürlich, weil es gut für meinen Körper ist. Also ich habe wirklich versucht, dieses Abnehmthema so ein bisschen auszublenden und in den Fokus zu stellen, ich möchte etwas Gutes für meinen Körper tun. Das ist bei mir wirklich so die Prio 1. Und da ist einfach die gesunde Wahl, wenn ich im Restaurant bin. Wenn ich da sitze und irgendwie die Karte sehe, wo ich mir übrigens immer vorher schon die Karte angucke, meistens von zu Hause aus, nur so als kleiner Tipp, dann wähle ich mittlerweile bewusst die gesunden Sachen, weil ich sage, okay, ich habe einen Körper, ich möchte, dass es dem gut geht. Und es muss einfach im Kopf klicken, das ist kein Verzicht. Es ist kein Verzicht, auf ungesunde Lebensmittel zu verzichten. Ich habe es jetzt trotzdem gesagt, zu verzichten oder sie zu meiden. Sondern es ist ein Geschenk für den Körper. Es ist wirklich so, man tut sich damit etwas Gutes. Man investiert in seinen Körper. Und es ist auch keine Belohnung. Also dieses Denken, was ich ganz, ganz oft höre, auch bei Freunden und was ich vorher wirklich auch selber hatte, ach, gleich belohne ich mich mit einer Tafel Schokolade oder gleich belohne ich mich mit einem Eis. Das ist bei uns im Kopf so tief verankert, dass das für uns eine Belohnung ist. Aber es ist keine Belohnung. Es ist im Grunde genommen, weil es so unfassbar ungesund ist, weil da so viele ungesunde Lebensmittel, ungesunde Inhaltsstoffe drin sind, ist es für unseren Körper nicht gut. Es macht uns krank. Deswegen müssen wir dieses Belohnungsdenken umswitchen und wirklich am besten mal üben, wenn wir diese Lebensmittel in der Hand haben, weil oft liegt das auch ganz tief in der Kindheit drin, dass man wirklich so sagt, okay, das ist jetzt keine Belohnung. Ich kann es trotzdem essen. Ne? Man sollte wirklich sich auch nichts verbieten. Ich esse auch mal eine Pizza oder ein Stück Schokolade. Das ist auch vollkommen okay. Aber so tief im Inneren in sich selber wirklich diese Einstellung ändern, es ist keine Belohnung für den Körper. Du tust dir damit nichts Gutes. Es ist okay, es ab und an mal zu essen, aber es ist auch kein Verzicht, also das zu meiden. Und dieses Denken einfach tief in sich zu etablieren, das ist, glaube ich, wirklich der Schlüssel. Und da muss man auch keine Kalorien mehr zählen oder sich an irgendwelche Pläne halten. Wenn man das einmal wirklich für sich verstanden hat, dann wählt man automatisch immer die gesündere Alternative. Dann sitzt man nicht mehr im Restaurant und denkt so, boah Mann ey, der isst jetzt eine Pasta, der isst jetzt irgendwie eine Pizza und ist die ganze Zeit damit beschäftigt, oh Gott, ich darf nicht. Sondern man guckt in die Karte und sagt so, okay, was ist hier am gesündesten? Was wurde am wenigsten verarbeitet? Was tut mir am besten? Und dann macht man das, aber man macht es aus Überzeugung und nicht, weil man es muss. Diesen Tipp wollte ich dir einfach nochmal mitgeben. Der hat bei mir einfach unfassbar viel geändert. Und ja, ich bin einfach dankbar dafür. Aber wie gesagt, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, wenn du das noch machst. Und über Kommentare freue ich mich sowieso. Gerne unten drunter schreiben. Ein Like ist auch immer gern gesehen. Und ja, bis nächste Woche. Ich mache mich jetzt mal ans Video drehen.